zurück bei Andruck, dem Pressetalk, und wir diskutieren über die nächsten 4 Jahre, über die gesellschaftlichen Brüche, die sich in diesen Verhandlungen schon gezeigt haben und wie es denn eigentlich weitergeht. Wer immer dieses Land regiert, muss sich ja bemühen, die gesellschaftlichen Brüche, die wir schon angesprochen haben, wieder zu kitten. Und Herr Baumer, eine Partei ist da ganz außen vor. Jedenfalls hört man von der nichts, dass die SPD. Nimmt die ihre Oppositionsrolle schon so wahr, dass sie sich verkriecht, oder will die an der gesellschaftlichen Diskussion, die wir hier ja schon begonnen haben, nicht mehr teilnehmen? Zur Wahrnehmung einer Oppositionsrolle gehört ja auch, dass es eine Regierung gibt, an der ich mich reiben kann, beziehungsweise an deren Entscheidungen ich mich reiben kann. Diese Regierung haben wir noch nicht. Deswegen tut sich die SPD aus verständlichen Gründen, finde ich, schwer, sich jetzt schon relativ klar zu positionieren. Die Partei und die Fraktion sortiert sich. Da ist ja auch noch manches unklar, auch wie es personell langfristig weitergehen kann. Und ich denke schon, dass die SPD, wenn das dann alles mal angelaufen ist, wenn es eine vernünftige Regierung gibt, auch eine wichtige Stimme sein wird als größte Oppositionspartei. Flankiert, das darf man ja auch nicht vergessen in diesem neuen Bundestag, von links und rechts, wo natürlich auch massive Kritik an der Arbeit dieser Regierung kommen wird. Und zwar auf eine ganz neue Art und Weise, zum Beispiel in Gestalt der AfD. Wird sich denn die SPD näher an die Linke wenden oder wird die Linke sich mehr sozialdemokratisieren? Das ist eine der großen Entwicklungsfragen der nächsten 4 Jahre. Aber wichtig für die nächsten 4 Jahre. Die ist extrem wichtig für in 4 Jahren, wenn nämlich die Frage steht, neue Wahlen, also wenn es denn 4 Jahre hält, neue Wahlen, und wie kann die SPD in einen Wahlkampf gehen mit der Aussicht, dann tatsächlich einmal die Regierung zu stellen. Und das wird natürlich nur gehen, wenn es eine Möglichkeit gibt, nämlich ein Rot-Rot-Grünes oder auch wie auch immer, also jedenfalls ein Bündnis, in dem die Linken in die Regierung eintreten werden. Im Moment sieht es überhaupt nicht so aus. In den Linken ist ein riesiger Meinungsstreit ausgebrochen jetzt nach der Wahl. Da gibt es ganz harte Konkurrenzen zwischen den Reformern um den Dietmar Bartsch und den linken Hardlinern um die Sarah Wagenknecht, und das lässt sich im Moment überhaupt nicht sagen. Und der Fraktionsspitze von den beiden gegen die Parteispitze. Genau, und deswegen, also das vermag man, glaube ich, im Moment überhaupt nicht wirklich zu beurteilen. Für die SPD wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, aber da scheint mir so, was ich in Gesprächen in den letzten Monaten mitbekommen habe, da scheint es eine gewisse Resignation zu geben, was die möglichen Kooperationen mit den Linken angeht. Das wäre sehr schade, wenn die SPD in Resignation versinken würde, oder Herr Wallert? Ja, ich kann Ihnen da nicht viel Hoffnung machen. Ich glaube, die SPD wird sehr schwer haben. Also ich glaube auch, dass es den Effekt gibt als große Oppositionspartei, wenn eine, vorausgesetzt, so wird das kommen, dann hat die SPD natürlich ein Forum, und wenn sie sich da gut verkauft, gibt es einen gewissen natürlichen Zulauf. Das kann schon sein. Manchmal denke ich, wenn ich so vergleiche, die innerhalb der Linken, die Linkspartei mit der SPD, ob die SPD nicht bestimmte Entwicklungen verschlafen hat. Es ist ja interessant. Ja, man muss mal sehen, auf dem linken und auf dem rechten Rand, also wenn man die Linkspartei jetzt als linke Randpartei einstufen möchte, gibt es zwei Parteien, die ihre Partei ganz unterschiedlich verstehen zu den klassischen Parteien, nämlich eher als Bewegungspartei. Also die mobilisieren, die fühlen sich sozusagen als parlamentarischer Arm einer Bewegung, die auch auf der Straße sich vollzieht. Ob man das bei der AfD gut findet oder nicht, aber die gesellschaftliche Gruppen versucht, gewisse gesellschaftliche Gruppen anzusprechen, ihnen eine Stimme zu geben. Ich glaube, darauf muss die Politik in irgendeiner Weise auch reagieren. Also ich finde, die Linkspartei macht das teilweise gar nicht schlecht. Auf deren Parteitagen wundert man sich manchmal, was da für Volk so zu sehen ist. Man findet das vielleicht skurril oder ungewöhnlich, aber da finden sich zum Beispiel Gruppen, die von der SPD überhaupt nicht mehr angesprochen werden. Da finden sich solche Initiatoren von Solidaritätsbündnissen, von Pflegekräften, die irgendwie keine Gewerkschaft haben. Da finden sich Arbeitsloseninitiativen. Also dass man sozusagen aktiviert, Betroffene aktiviert, anstatt, wie es bei der SPD oft ist, als Versorgungsfall betrachtet, für die man sich kümmern muss. Das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, die SPD ein bisschen verschläft. Ja.
Ich glaube, die SPD wird ganz wichtig sein für die nächsten 4 Jahre, nämlich auch für die demokratische Kultur im Parlament. Es ist wichtig, dass die SPD eine starke oppositionelle Stimme wird, auch damit zum Beispiel die Stimme der AfD nicht überbordend sein wird. Die werden ja versuchen, das Parlament zu dominieren. Das ist eine bewährte Methode, da reinzugehen, zu gucken, wann sind die Fernsehkameras an und dann Krawall zu machen und damit diese Bühne zu nutzen. Und da müssen alle Parteien, aber insbesondere natürlich die SPD, weil sie auch in der Opposition ist, sehr aufpassen und da aktiv dagegen arbeiten. Die Gefahr besteht bei der SPD, dass sie im Moment sehr, sehr mit sich selber beschäftigt ist. Also die SPD ist ja mit ihren gerade noch mal 20% oder guten 20% Wahlergebnis in ihrem Innersten erschüttert als Volkspartei. Und die SPD ist auch in ihrem Innersten erschüttert, weil die Gesellschaft, so wie sie sich verändert, im Grunde die Existenz der SPD in Frage stellt. Die SPD ist eine Arbeitspartei. Die hat sich als Partei für die Rechte von Fabrikarbeitern in Wahrheit eingesetzt. Die hat für den 8-Stunden-, für den 10-Stunden-Tag, später für den 8-Stunden-Tag gekämpft. Und die sieht im Grunde, dass diese Basis, also diese Arbeitsgesellschaft, die zerbröselt ja im Augenblick. Die differenziert sich aus und die entwickelt sich in einer unglaublichen Rassanz, sodass worauf sich die SPD gegründet hat, nämlich Menschen ein gutes, würdiges Leben zu geben, das auf Arbeit gründet, da muss die sich vollkommen neu erfinden. Und das wissen die auch. Und da auf den Anfang zurückzukommen, die Gefahr besteht eben, dass sie da sehr mit sich beschäftigt sind und da dieses nach außen gehen und sich nach außen präsentieren und starke Opposition sein, da zu kurz kommen. Und dann sehen die natürlich auch die Ergebnisse in Frankreich und Holland, wo die SPD zum Teil unter 5% ist. Das heißt, gar nicht mehr existiert. Ja, aber mit welcher Stimme, wenn ich diese Frage mal an Harald Baumer weitergeben darf, mit welcher Stimme soll die SPD denn sprechen? Hat man das schon rausgefunden innerhalb der SPD? Ich würde ja sagen, mit einer weiblichen. Hätte ich jetzt auch geantwortet. Aber wer ist das? Also ich glaube, am überzeugendsten wird sich erstmal jetzt präsentieren die Fraktionsvorsitzende, die das meines Erachtens ganz gut machen. Ich habe jetzt gestern erst ein Gespräch geführt, wie sie sich denn so intern aufstellt, wie die Kommunikation läuft innerhalb der Fraktion. Und das scheint sie ganz gut zu machen, ganz überzeugend zu machen. Ob das letztlich dann zu irgendwelchen Erfolgen führen wird, ist dahingestellt. Aber mir würde tatsächlich niemand Besseres jetzt im Moment einfallen als besagte Andrea Nahles. Also auch Parteichefin Andrea Nahles oder jemand anders? Weiblich. Gibt es da noch jemand? Frau Schwesig? Glaube ich nicht. Andrea Nahles wäre sicherlich eine Kandidatin, bloß ich manchmal mit überzeugender Stimme. Wenn ich nichts Überzeugendes habe, reicht mir dann die überzeugende Stimme auch nicht. Also ich brauche schon, wie Frau Ferles richtig sagte, eine gewisse eigene Überzeugung davon, was ich eigentlich vertreten will. Und das ist mir in dem Wahlkampf eigentlich gar nicht so richtig klar geworden. Also an welches Klientel oder welches Menschenbild sozusagen idealerweise der sozialdemokratische Wähler vertritt, dass diese Botschaft ist der SPD selber eben nicht hinlänglich klar. Wobei man aber ehrlicherweise dazu sagen muss, die CDU hat diese Botschaft auch nicht unbedingt, beziehungsweise der kommt sie auch langsam aber abhanden. Aber die hat über 30%. Das verdeckt vieles, genau. Ja. Das ist der Unterschied. Ja, aber möglicherweise steht der Union ja doch etwas bevor, was die SPD hinter sich hatte, dass die Linke sich fraktioniert, das kann eben auf der politischen Rechten auch passieren. Ich meine, es gibt diesen wahrscheinlichen Fall, dass die AfD, wie Sie sagten, Frau Ferles, das Parlament also als zum Randalieren oder als Plattform für Provokationen gebrauchen kann. Das ist sozusagen die eine Variante, vermutlich die wahrscheinlichere. Es könnte natürlich aber auch sein, dass die AfD sozusagen im parlamentarischen Betrieb die Kurve bekommen könnte zu einer rechtskonservativen Partei. Und die CSU sich dann und dem anschließt. Jedenfalls hat es dann die CDU verdammt schwer, weil eine Wurzel ist eben auch dieser nationalkonservative Teil. Und wenn der sich jetzt parteipolitisch anders verordnet und dauerhaft da verbleibt, dann steht der CDU ein ähnlicher Erosionsprozess bevor wie der SPD. Das ist vorbei mit den 30%. Was man ja an der CSU auch merkt, der Unruhe, die dieser Partei sich, glaube ich wohl.
Ich wollte nur noch anmerken, also gesellschaftlich müsste man es sich eigentlich wünschen, dass die AfD nicht eine Krawallorganisation wird oder die auf den Straßen hauptsächlich sich betätigt, sondern dass sie eine bürgerlich-konservative, meinetwegen auch nationalkonservative Partei ist. Das wäre für die Demokratie besser als die andere Wahl. Für die Union in der Tat natürlich schwieriger, weil dann ein großer Teil oder ein relevanter Teil ihrer Klientel eine wirkliche alternative Andockstation hätte. Ich will noch, meines Wissens gibt es in den Landtagen keine derartige Erfahrung mit AfD. Bislang nicht. Diese andere Variante, eben Bühne für Krawall, ist im Moment das Mittel der Wahl offensichtlich für die AfD. Dann warten wir mal ab, wie es ist und wie es die CSU wird. Ich will noch mal zurück zur SPD. Der Parteitag ist ja in 2 Wochen. Ja. Ja, wird denn Martin Schulz Parteivorsitzender bleiben oder wird es da schon Wechsel zum femininen Vorzeigefigur geben? Nein, das glaube ich nicht. Also wenn einer im Moment Martin Schulz verdrängen könnte, dann wäre das Olaf Scholz. Also der ist sozusagen derjenige, der putschen müsste gegen Schulz. Aber passiert wie 1985 in Mannheim, genau. Lafontaine gegen Scharping. Ja, Sie können sich da nicht erinnern, sind noch alle zu jung. Aber darüber wollen wir gleich mal reden, ob das möglich ist, wäre und wie sich die SPD denn profiliert in den nächsten 4 Jahren. Sie muss ja mit einer neuen Führungsfigur wahrscheinlich kommen, aber mit Sicherheit mit einer neuen Überzeugung als im Programm. Und das diskutieren wir gleich nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.